Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache gerade. Von Red? Was war das? Haben wir Kultisten auf unserem Schiff? Es ist 23.22 Uhr. Und wir spielen Conrad. Okay, haben wir Kultisten auf dem Schiff? Was war das denn? Wie hat er die Tür aufgemacht? Telekinese? Wach auf. Wach auf, bitte, bevor du abgestochen wirst. Was ist das? Was? Wem? Wer ist das? Sind das die Typen von dem Schiff von letztes Mal? Oh mein Gott, Flasche! Ab ins Gesicht! Junior heißt der. Ist das... Oh mein Gott. War das einer von den Leuten von dem Schiff? Oh, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur an diesen Typen erinnern, der das eine Auge so vernarbt hatte. Den Rest habe ich nicht geachtet gehabt. Ja, das ist er ja. Die sind ernsthaft wiedergekommen, nur weil sie gegen unser Boot... Okay, ihr seid so blöd, fahrt gegen unser Boot, dann kommt ihr her und entführt uns jetzt, oder was soll das? Oder war das von Anfang an der Plan? Wenn das eine Racheaktion ist, dann ist das peinlich. Entknebeln. Fliss auf jeden Fall. Die kennt sich mit dem Schiff aus. Und bei ihm werden wir jetzt aufgehalten, oder? Nee. Okay, die ganze Szene, muss ich sagen, ist, Nee, wir knebeln ihn erstmal. Die ganze Situation gerade ist super seltsam, weil das sind keine Profis oder so, die sind einfach gerade super leise, sprechen sich nicht ab, machen nicht mit dem verbundenen Mund oder irgendwas, sondern einfach wie Roboter, wissen sofort, was sie tun müssen. Nimm dieses Ding da ab, dieses Klebeband vom Mund, ohne Absprache, ohne auch nur irgendwie komisch sich zu verhalten. Perfekte Handlung. Jaha, jetzt musst du mit uns reden. Wir haben das Klebeband entfernt. Okay, wir hätten vielleicht doch erstmal mit dir reden sollen. Bin fast frei. Hey, wie machst du dich frei? Was hast du da? Ach so. Hey, also, schlechte Neuigkeit. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Ja, wo du so arschig warst mit dem verdammten Geld. Großartig. Oh, ich hab sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Hey. Alex, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Erkunden oder losmachen. Nee, wir machen los. Obwohl, vielleicht hätten Erkunden erstmal durchgucken, ob oben jemand ist oder Wache steht. Verdammt, hätte ich daran denken sollen. Gibt's da nicht irgendwas Spitzes oder so? Oh ja, ich hätte doch erstmal gucken sollen. Oh mein Gott. Da gehen immer die Schritte los. Irgendwas, komm schon. Nee, nein. Oh Mann, Conrad kriegt bestimmt eine Abreibung. Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Seid ihr ganz allein. Ich sag doch, wir hätten irgendwem Bescheid sagen sollen. Kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Okay, das hat er verdient für das Geld von ihm. Den einen Schlag. Okay, ein Schlag hätte gereicht. Oder? Muss ich wieder ausweichen oder so? Das sieht aus, als ob da irgendwas kommt. Oder ich lasse mich verprügeln. Ist okay. Oh, flapsig, du weißt, wie man eine Lady... Was wollt ihr? Nee, wir provozieren ihn nicht. Was wollt ihr? Was wollt ihr, Wichser, denn? Wollt ihr Geld? Rache? Rache?
Wie wär's lieber mit Geld? Geld wäre besser? Wollt ihr die Karte zu dem Schatz oder zu dem Schiff? Bitte auf. Nein, wir können nicht feindselig sein. Wir müssen. Wir dürfen das nicht eskalieren hier. Wir beenden das später. Wollen die uns wirklich umbringen? Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Okay. 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 Also musst du nicht so grob sein. Wir versuchen doch mitzumachen. Ja, wo haben die denn eine Schere her? Wie haben die das denn gemacht? Ich meine, ich finde es super, aber wie, wo? Wie? Julia, das hätte ich gerne mitbekommen. Sie kommen zurück. Komm, Hände nach hinten. Tut so, als ob's. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ich verstehe aber nicht, warum Conrad jetzt nach draußen geholt wurde, nur um einmal geschlagen zu werden, um dann wieder nach unten gebracht zu werden. Das war alles so schnell. Oh Himmel, Conrad. Halt, halt Alex! Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Zeig doch nicht, dass deine Hände frei sind. Hey. Warum sind alle so beleidigend, jede zwei Sekunden? Sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht. Und es scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Kannst du ihn auch frei machen einmal? Ihr habt doch noch die Schere. Stimmt, wo ist sein Bruder? Da habe ich gar nicht dran nachgedacht. Ich hoffe, er ist okay. Er ist bestimmt auf der Toilette. Wir haben doch diese Vision, das Bild gesehen. Okay. Der ist hundertprozentig gerade auf Toilette und übergibt sich oder so. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Ja. Okay, sie kommen. Nein, verdammter Mist! Was haben sie denn zu dir gesagt? Warum holen sie alle nacheinander raus, um nichts zu machen? Ich verstehe das nicht. Oh, so wird eine Lösegeldforderung kommen. Ich meine, die wissen ja, dass Conrad Geld hat. Er hat genug Geld, um es einfach ins Wasser zu werfen, also. Jetzt können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Auf jeden Fall nichts Gutes. Mit so vielen Geiseln müsste nicht jeder überleben. Zählt er die Abstände von den Blitzen? Oder was? Tatsächlich. Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Gehen wir strategisch vor. Wir können sie überraschen, ausschalten. Ich schleich mich aufs Boot. Wir sollten sie überraschen. Nee, wir haben doch in der Vision gesehen. Er fährt mit dem Boot weg und schafft es. Er schleicht sich aufs Boot. Ja, das müssen wir machen. Sie ablenkt, schleiche ich mich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg. Ganz genau. Und er kann dann Hilfe holen. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut. Das hören Sie. Wir knacken sie während es donnert. Gute Idee. Mann, Conrad ist echt schlau. Und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. Willst du ihm nicht irgendwie noch sagen, dass du ihn lieb hast oder irgendwas? Ich meine, das ist dein Bruder und das könnte alles ziemlich schief gehen hier. 4, 5, 6, 7. Ah, ich hab gedrückt! Ah! Was denkst du? Ich hab doch gedrückt! Was zum Teufel, Jungs? Nein! Aber ich hab doch gedrückt! Ich hab doch gedrückt! Ich war eine Millisekunde zu langsam oder so. Ich hatte gedrückt. Oh, das Herzschlag. Ich wollte gerade erst drücken. Hey, alles gut. Du kannst mich mal. Komm
komm schon. Kani, jetzt! Nein, flieh! Bitte seh das nicht, bitte seh das nicht, bitte seh das nicht! Geh ins Boot! Runter von meinem Boot! Geh ins Boot! Geh ins Boot! Egoistisch wird da gesagt. Nee, aber das ist doch gut. Wenn er abhaut, kann er Hilfe holen. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ah, was ist? Ich hab das Gefühl, der wird sterben. Ja, direkt. Wir haben verkackt. Wir hatten nicht mal eine Chance, wegzufahren. Wie schlecht. War das alles, würde ich... Ich hätte doch das Messer nehmen sollen. Ich habe nicht erwartet, dass er da hinsprintet und springt. Ich dachte, er schleicht sich dahin oder so. Du, genau hier. Na toll, jetzt können wir keine Hilfe mehr holen. Jetzt. Arrêtez, bon de con. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Oh, er hat das gefunden. Sie hätten es nicht mitnehmen sollen. Jetzt haben sie eine Chance, Geld zu verdienen. Das haben die gar nicht verdient. Penner. Ich meine, Conrad hat auch kein Geld verdient, wie er sich verhalten hat, aber die auch nicht. Oh, lass mich raten, egal was wir erzählen, wir werden trotzdem irgendwie verprügelt werden oder so. Weil das nicht genug ist, was wir erzählen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir die Karte unter Wasser gefunden haben. Mehr nicht. Liz, Duke of Milan. Es ist 12 Uhr am 21. Obwohl, nee, wir spielen ja gar nicht Fliss. Wir spielen Felsita. Dieser Name, ey. Hey, Conrad. Du hast es versucht. Ich weiß nicht, ob man sagen könnte, ich hab's versucht. Das war einfach nur peinlich. Beruhigend. Wir haben nur geredet. Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Ja, lass uns reden. Dann aber leise. Danke, immerhin dürfen wir reden. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen... Was? ...stecken doch unter einer Decke. Sie ist der Ketten und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Mandschureigold erzählt. Was? Sie hängt damit drin. Sie hat die ganze Zeit darauf bestanden, die Küstenwache zu rufen. Bestürzt, das ist nicht wahr. Nein, was fällt dir ein? Auf diese Scheiße! Wie kannst du es warten, du überprivilegierter Arsch? Ist ganz ehrlich so, Mann. Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Ich wollte die Küstenwache rufen. Halt die Klappe. Dankeschön. Obwohl das jetzt nicht gut wirkt, dass er mich verteidigt. Mein Gott. Sitzen bleiben, alle. Was kann ich denn für Wellen? Mann. Du, komm jetzt mit. Hey, lass ihn in Ruhe. Conrad, du musst uns nicht verteidigen. Alles gut. Finde raus, wie lang der Sturm noch dauert. Versuchst du was? Irgendwas Krummes? Dann geht es konsequent. Verstanden? Ja, ist ja gut. Mann. Duke of Milan erbittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Wir können nicht rebellisch sein. Am Ende bringt doch irgendjemand von uns um. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft sie wohl ziemlich hart. Sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Okay, danke schön. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe? Sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Wir haben Probleme? Nein. Warte mal, was sagen wir, wenn wir Probleme haben? Sagen wir Sturm oder... Ah, beruhigend. Ja, okay. Ich hoffe, er checkt das. Ich hoffe, er checkt, dass wir nervös sind oder so. Bitte, bitte versteh es. Ich hoffe, er hat es verstanden.
Ich hätte so gerne was gesagt, aber ich habe das Gefühl, er hätte wieder Conrad verprügelt oder so. Oder am besten jemanden von Bord geworfen. Ah, ich habe meine Maus nicht. Ich habe meine Hand nicht an der Maus gehabt. Ich war so fokussiert auf Reden. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du, oder? Ja, danke. Ich bin überrascht, dass er mir geholfen hat. Er hat mich einfach ersaufen lassen können. Können wir bitte wieder runtergehen? Ich will nicht oben drauf sein, während des Sturm herrscht. Das ist absolut gruselig. Festhalten. Nee, halt dich fest. Ich verstehe nicht, warum die anderen so blöd sind und hochkommen. Es ist egal, ob egoistisch. Ich meine, die sollten unten sitzen bleiben. Warum kommen sie hoch? Warum kommt sie hoch? Ich verstehe nicht. Warum? Bewegung. Ach, sie wurden gezwungen hochzukommen. Jetzt. Okay, ja gut. Das erklärt das. Ich habe halt nicht verstanden, warum die hochkommen und ich helfen soll, wenn sie so blöd sind. Gute Arbeit. Kümmerst dich nur um dich selbst. Alex, ich werde dich so abkratzen lassen. Du kotzt mich so an, du arrogante Arsch. Ich weiß nicht, wo er ist. Optimistisch, er könnte helfen. Er könnte ertrinken. Nein, er könnte bestimmt helfen. Okay, behalt's für dich. Das könnte uns hier raushelfen. Brad bleibt versteckt. Besser da unten als bei diesen Psychos. Wo auch immer er sich versteckt in dem Miniboot. Oh, ja, toll. Er stirbt vielleicht. Brad ist schon groß. Kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Ich hasse Alex. Ich glaube, ich mag den echt nicht. Kein bisschen. Arrogantes Stück. Der war nur einmal nett und das war, als er mit Julia geredet hat über die Beziehung. Und das war's dann auch schon wieder. Oh mein Gott, wir haben das Schiff gefunden. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Okay. Der hat eine Schiffsschaukelfahrt unternommen. War das unsere Antenne? Lass mich raten, unser Boot geht kaputt, dann haben wir nichts mehr, um zurückzukehren. Bestimmt ist unser Boot jetzt kaputt gegangen. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Ach ja? Ich hätte jemanden umbringen können. Ey, da waren wir doch gut. Hey, Leute, High Five. Wir haben es geschafft. Wie auch immer das passiert ist. Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Schon ein bisschen, ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Komme, was wolle. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Okay, dann suchen wir doch beim Barden nach Inspiration. Okay. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht. Und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Oh, sehr, warum Flachmann da war? Ich fass es nicht. Das hätte ich vielleicht. Können wir hier bei der Sache bleiben? Bitte, es geht hier um Leben und Tod. Es ist nicht alles, wie es scheint. Das wissen wir aber schon. Denn wir haben in diesem Prolog da gesehen, dass wir irgendwie einen Mix aus Geister haben, aber gleichzeitig auch nicht. Und ich habe das Gefühl, das hat was mit diesem Chemikalzeug zu tun, was da ausgetreten ist am Anfang aus der Kiste. Also Shreks Blut. Ich glaube, das ist einfach nur Chemikalien, was das verursacht hat. Das hat wahrscheinlich alle zum Wahnsinnigwerden gebracht oder die sind gestorben an Vergiftungen oder so. Jedenfalls wirkt es so. Retire la tête, animal. Was ist das?